und ich habe jetzt wieder hier meine kleine Freundin, die Lenia. Schauen Sie mal, die ist hier so süß. Du bist so süß, du kleine Maus. Ja, du magst ja ganz viel essen. Ja, und heute ist Welthundetag, wenn Sie das noch nicht gewusst haben. Ich bin da ganz beschäftigt mit dem Abfeiern des Welthundtags. Liebe Kleine, bleib bei mir. 4 Monate alter Welpe. Da könnte man jetzt übrigens schon langsam rausfinden, ob die Lenia zum Beispiel eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hätte oder gar eine Allergie. Ja, jetzt werden Sie staunen. Das ist ein Thema, das nicht nur bei zwei Beinern, also bei uns Menschen, wirklich überhand nimmt und vorkommt. Nein, auch immer mehr Hunde zeigen Symptome. Und während die Lenia jetzt gleich davonläuft, möchte ich Sie auf eine Tierärztin, mit der wir jetzt über dieses Thema gesprochen haben, das natürlich ein heikles Thema ist, hinweisen. In ihren Hochzeiten hatte Petra Brosch 19 Samoyeden und jeder zweite litt unter Lebensmittelunverträglichkeiten. Vor allem Weibchen waren davon betroffen, so auch die 8-jährige Bonnie. Am Schweif und an den Beinen merkt man immer noch den Unterschied zum gesunden Halbbruder Eske. Sie haben nicht Durchfall und sie brechen auch nicht. Ja. Sondern bei denen merkt man das einfach an diese Hotspots. Das heißt, sie beißen sich dann wund, sie haben offene Stellen, sie haben Ekzeme. Ja, was man bei der Bonnie beim Schweif und beim Rutenansatz extrem merkt. Ja. Sie hat Probleme mit Weizen und sie hat Probleme mit Milchprodukten und sie hat Probleme mit Pferdefleisch. Wie können Sie sich das erklären, dass der Hund so viele Allergien hat? Das weiß ich leider nicht. In dem Wurf hat es 8 Welpen gegeben, ja, und sie ist die einzige. Haben Sie es tierärztlich abklären lassen, ob das wirklich eine Lebensmittelallergie oder Unverträglichkeit ist? Ja, das haben wir. Ja. Mit diversen Bluttests und halt dann ausprobiert, indem dass wir halt einfach nur Hühnerfleisch gefüttert haben und dann halt sukzessive irgendwas dazu. Und wenn sie es vertragen hat, halt dann das nächste. Und wenn sie es wieder vertragen hat, wieder das nächste. Ja. Zurzeit hat Petra Brosch die Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien ihrer Tiere unter Kontrolle. Sie füttert seit Jahren nur mehr Rohfleisch, selbstgekochte Nudeln und ausgesuchtes Gemüse. Und wie geht's den Hunden jetzt so? Wie geht's da, Bonnie? Also kein Problem. Also der geht's gut. Unseren letzten Hotspot haben wir gut überstanden. Das Fell wächst nach, also ist alles okay. Nach wie vor sind Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien bei Zuchttieren ein Tabuthema. Frappierend auch die Ähnlichkeit zu menschlichen Unverträglichkeiten. Warum das so ist, wird zurzeit wissenschaftlich erforscht.